Was heißt denn Praktikum? Kriegst du da gar nichts? Bist du dann nur so Depp vom Dienst? Oder kriegst du eine Kleinigkeit? Aber echt, GZ, mein Freund, GZ, weil. Wow! Weil ist echt eine geile Chance hier. Andere schlagen sich drum, um überhaupt dahin zu kommen. Jo, hoffe ich auch. Mein Orthopäde befürchtet aber, dass es nach hinten losgehen kann. Weil ich musste dann, ja, 4 bis 6 Stunden irgendwie durchgehen. Machen die irgendwelche Übungen mit mir und ich. Es reicht ja schon, wenn ich 10 Minuten stehe, kann ich 2 Tage mich nicht mehr bewegen. Bin ja mal gespannt hier. Aber gut, das werden wir alles sehen und ich werde euch live berichten von meinen Therapien, wenn ihr Bock habt. Macht da kein Geheimnis draus, also. Seht ihr, wie überall auf der Welt oder in meinem Leben falle ich auf die Schnauze. Auch in dem Spiel hier. Genau, ja gut, Red Bull ist kacke, Monster for the Win. Kann mir jemand eine Tabelle raussuchen mit dem Koffeininhalt und mit den ganzen Sachen? Mir geht es dann nur um den Inhalt, wegen dem Pushen. Welches Getränk am einfachsten zu besorgen ist und ich meine, ich kann mir ja nicht selbst gehen, das kaufen. Ich bestelle es ja mehr oder weniger. Komm, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt bin ich auf 12, weil ich da komisch rumgehampelt bin da draußen. Naja, gut. Puh. Arbeitsagentur, deswegen bekomme ich Geld und kommt auch darauf an, wie lange ich Ausbildung anfange, okay? Ja, berichte ich euch auf jeden Fall. Klar, werde ich dann so eine Art, ja, keine Ahnung, Facebook-Tagebuch schreiben. Alles Gute, Halloween von Vanessa. Haben wir jetzt schon Halloween? Ach so, ist schon der 31. Klar, alles Gute jetzt, zurück. Ja, versuche ich, Loki. Das schaffe ich ja, wenn so längere Sprünge sind, weißt? Aber so wie da vorne. Und wenn ich schnell bin, aber wenn ich hier geht's ja. Schau, so geht's ja hier. Aber wenn dann mehrere so auf einmal kommen, ist es schwierig. Also, so bei einem geht's ja hier. In Deutschland haben die alle gleichen Koffein, 32 mg, echt? Ach so, deswegen hast du explizit Deutschland dazu geschrieben. Weiß ich. Ich möchte gerne mal den Original Red Bull von Österreich von früher haben, der noch damals in Deutschland verboten war. Die bekannten Marken haben alle 32. Was hat denn eigentlich so ein normaler Kaffee, den man trinkt? Gut, den kann man ja auch irgendwie stärker oder schwächer machen. Glaube ich. Also kommt auch an, wie viel Kaffee da rein tust. Aber was hat denn eigentlich so ein Standard-Kaffee mit? Ich kenne mich nicht aus, ich trinke keinen Kaffee. Ich kriege vom Kaffee immer nur Bauchschmerzen. Und wenn ich Kaffee einen Schluck nehme, ist mein Hals so trocken, dann muss ich noch mehr husten. Ich huste eh wie so ein Psycho. Und von Kaffee muss ich husten, da verreck ich fast. Naja, Vlog muss es ja nicht unbedingt werden, Lara, sondern reicht auch hier so Twitch-Log, oder? Aber sind die nicht mittlerweile alle angepasst? Naja, mir geht es ja nur darum, mit wenig Schlaf durchzuhalten hier. Ich könnte ja auch Earl Grey mir holen. Hab ich früher gerne getrunken. Aber den muss man ja auch richtig zubereiten. Weil wenn man ihn, glaube ich, zu lange ziehen lässt, dann wirkt er beruhigend. Wenn man ihn bestimmte Zeit ziehen lässt, dann wirkt er wie schwarzer Kaffee. Also wie richtig wie Kaffee direkt. Also schwarzer Tee ist es ja eh. Okay, I'm off to bed. Good luck with the game. Yeah, man. Wish you sweet dreams, thanks for watching and yeah, try this game out tomorrow and yeah, tell me your first impressions. So later, good night. Genau, Loki, nur muss man halt diese Zeit erpassen, ich weiß gar nicht. Über 8 bis 10 ist
ist pushend und 15 ist dann müde werden. Oder ist es nur 5 Minuten? Kurz ziehen lassen. Okay. Da muss ich aber wirklich mit Timer arbeiten und auf die Uhr schauen. Würde ich massagen. Ja, dann doch lieber Tee, oder? Ist auch billiger anstatt des Bowls. Ist ja hier schon teuer. Lieber sparen hier für euch hier Games. Oder für meine Rechnungen, die ich eh nicht zahlen kann. Nur ja, noch keine Drops sind da auch nicht. Wunderbar. Cool. Bin in 5% off. Das ist immer so eine geile Angabe bei dir. Das heißt, naja, keine Ahnung, paar Minuten, ja, 2 Minuten, oder? Theoretisch wirkt grüner Tee benebend. Okay. Ja, was weiß ich hier so. Gut, keine Ahnung, wo man hingeht. Hi, wirst du morgen, übermorgen und übermorgen und übermorgen Formel 1 spielen? Ich werde es immer wieder zwischendurch mit reinnehmen, ja, Jan? Ich werde es immer wieder zwischendurch mit reinnehmen. Aber ich habe jetzt erstmal vor, das noch zu spielen. Dann möchte ich morgen auch Sunset Overdrive spielen, wenn ich nicht Evolve Key bekomme. Und Sunset Overdrive, da warte ich schon seit langem drauf, aber hab's noch nicht bekommen. Und werde aber Formel 1 mit reinnehmen, weil da wieder neue Mods kommen. Und dann ab Montag ist ja dann Call of Duty, obwohl es Call of Duty heißt. Aber Formel 1 immer wieder, nur das. Ey, das war so krass, die letzte Woche, die 10 Tage, mir alle Strecken zu merken, so viele Kurven, so viele Impressionen auf einmal und ey, das war einfach too much. Und ich habe ja so viel gespielt, 8 bis 12 Stunden am Tag, dass meine linke Hand teilweise gelähmt war. Es hat voll verkrampft, ich konnte nicht mehr bewegen richtig. Und das geht jetzt wieder. Und das ist bei Formel 1 extrem. Weil ich mich da so verkrampft und da so anspannen muss und so konzentrieren. Und ich, ja, ich muss auf jeden Fall die Strecken, jede Strecke mindestens nochmal 100 Runden fahren, damit ich sie kenne. Ihr habt ja da einfach den Leute, die, ihr kennt ja alle die Strecken, habt schon die anderen Formel 1 Teile gespielt. Aber ja, ich habe auf jeden Fall Bock, hab Lust, aber dann will ich es halt nicht wieder übertreiben, damit der Spaßfaktor bleibt. Der Unterschied zwischen Deutschen und Österreich Red Bull ist bei einem ist bei Österreich nicht so süß wie das Deutsche und das Österreichische ist mein bester Red Bull, okay? Ist das Beste, glaube ich, er muss schreiben, ja. Ja, doch lieber schwarze Tee oder so. Ist auch billiger. Muss ich mal umorden. Muss ich mal fragen, ob mir das jemand besorgt. Wie gesagt, ich kann ja selbst nicht raus. Und möchte halt von der scheiß Cola runterkommen, Wasser trinken. Aber ja, mit dem wenig Pen geht es halt nicht. Jo, passt. Ja, 360 ist bester Controller, ja, hast recht. Außer der Steuerkreuz ist bescheuert. Ich bin jemand, der allgemein Rennstrecken in 10 bis 15 Stunden fast schon auswendig kennt. Rennfahrer halt, Beispiel war Sochi, welches Jahr? Ja, Sochi war auch nicht so schwer, das habe sogar ich gecheckt. Das ist ja meistens nur gerade und irgendwelche komischen Kurven. Fährt schnelle Geraden und rechts ein paar Linkskurven, also das war gar nicht so schlimm. Ersten drei Kurven ist ein dritter Gang rechts. Dann kommt vierter Gang rechts, dann kommt dritter Gang rechts und dann kommt zweiter rechts, zweiter links. Also das war es dann schon fast. Also Sochi oder Spielberg sind beide ziemlich easy zu lernen. Das habe sogar ich verstanden. Ziemlich schnell. Aber dann Singapur habe ich halt schwierig empfunden. Und ich weiß noch gar nicht, was ich noch schwierig empfunden habe hier. Yas Marina, das war auch nicht so einfach. Und ja.
Ja gut, und wenn man das gewohnt ist, die Strecken zu fahren und dann zu üben, wenn man viele Strecken fährt, dann geht es ja. Die Gänge merke ich mir gar nicht. Ich mache das also automatisch. Ich merke mir durch die Gänge erstmal die Strecke. Also für mich, weißt du, wie ich meine. So auf die Art. Wollen wir mal online spielen? Schauen wir mal, ob jemand online fährt. Einfach so, ich werde eh hier. Werde eh hier verlieren. Aber Singapur habe ich dafür eigentlich ganz gut hingekriegt. Nachdem ich sie dann doch geübt habe, fand ich das eigentlich okay. Es hat ja da nicht geregnet, wollte ich mir Mühe geben. Singapur schwierig, das kann ich ja. Das mit dem Energy Drinks etc. pp. Ist alles relativ. Die wirken bei jedem unterschiedlich. Früher konnte ich in Zeugs baden und danach schlafen wie ein Baby. Wenn ich heute nach 19 Uhr einen trinke, schlafe ich nicht mehr. Bin aber trotzdem hundemüde. Soll heißen, ich werde davon nicht wach, schlafe aber auch nicht ein. Genau, so geht es mir auch. Ich bin hundemüde, meine Augen tränen, mein Auge zittert. Ich kann mich nicht konzentrieren und schlafe trotzdem nicht ein. So bin ich die ganze Zeit. Also fühle ich mich immer. So streame ich eigentlich die meiste Zeit. Deswegen braucht ihr euch nicht wundern und nicht aufregen, falls ich mir Sachen nicht gleich merke. Weil das ist halt so. Liegt momentan auch an meinem, ja, an meinen Schmerzen und so. Und sie schmecken voll, ja. Naja, ich weiß, ich hab nie so getrunken. Was ich halt kenne, ist Red Bull, habe ich kurz mal getrunken, schmeckt wie Gummibärchen. Dann habe ich, als ich weggegangen bin, früher mit, wann war denn das? Mit 18, 19, 20 in der Disco, gab's da Grip Shark, gibt's ja auch hier, da Wodka Bull, aber haben sie auch mit Shark gemacht, ist scheißegal, sowas. Eine Mischung halt. Ja klar, Tiger, sind die alle leicht. Und außerdem, wenn man. Hey YOLO Gamer, Servus Christi, schön, dass du da bist. Und außerdem, wenn man, sag ich mal, das F1 jedes Jahr zockt, die Strecken ändern sich ja nicht so krass. Ein, zwei neue, jetzt hier Spielberg, Sochi, nächstes Jahr vielleicht Mexiko oder sowas. Aber wenn man das jedes Jahr zockt, ich meine, irgendwann kapier es auch ich. Jetzt testen wir mal online hier. Ich muss aber zwischen 1 und 3 muss ich wieder meine Daily Sachen machen hier. Habe ich ja geschrieben hier. Ich muss zwischen 1 und 3 muss ich noch kurz meinen Mount probieren zu farmen. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann lasse ich euch irgendwelche Replays laufen und ich mache es oben am PC. Ich kann ich auch ohne euch machen. Ich weiß, das ärgert euch immer sehr. So läuft das Qualifying in Q1 aus den 18 Minuten. Letzte Fuß ausschalten aus. Wie meinst du, so läuft das Qualifying? Hä? Wie scheidet doch 17 bis 22 aus, also du bist 21 in dem Fall oder nicht? Es passt soweit, es ist nicht schlecht. Kam mir am Anfang etwas langweilig vor. Aber jetzt, wo ich dann so rumprobiere, rummache mit dem Moped, musst du irgendwie nach vorne, nach hinten lehnen, die Sails musst du lehnen, ich muss noch herausfinden, wie das alles funktioniert. Also, es ist ganz okay, sage ich mal. Ist ganz interessant. Nur kann ich es wirklich noch nicht genau bewerten. Weil nur noch 18 aus an den Start gehen. Wieso gehen nur noch 18 aus? Was ist denn da los? Ich habe keine News mehr gelesen über die Formel 1. Wie gehen nur noch 18 aus an den Start? Seriously? Ja gut, dann klar, dann muss 15 bis 18 rausfallen. Klar, das ändert sich. Je weniger sind, desto mehr. Klar, sicher. Trink Rocks aus Tschechien. Na gut, mein Arzt hat mir nicht verboten, generell Koffein zu trinken. Weil das hindert auch die ganze Knochenheilung und sowas.
Das verhindert das Ganze, macht die Knochen alles kaputt.